Iron Harvest ist eigentlich ein Dieselpunk Company of Heroes, aber ich musste beim Spielen der Kampagne vor allem an Blizzard denken. Und zwar mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend, weil es einfach klasse war, endlich mal wieder eine RTS-Kampagne zu erleben, in die offensichtlich die gleiche Liebe geflossen ist, die Blizzard früher in seine Story-Feldzüge steckte. Und weinend, weil Blizzard das eben schon lange nicht mehr getan hat. Seit StarCraft 2 nicht mehr, um genau zu sein. Im Gegenteil, mit Warcraft 3 Reforged haben sie sich einfach darauf ausgeruht, dass ihre uralten Kampagnen schon immer noch ziemlich toll sind. Größere Verbesserungen wie neue Cutscenes haben sie zwar mal versprochen, dann aber doch unter den Tisch fallen lassen. Wenn ihr deswegen, wie ich, immer noch ein wenig mürrisch seid, könnte Iron Harvest genau die richtige Aufheiterung werden. Ich habe die ersten 5 Missionen der Kampagne in der Beta gespielt und war verdammt angetan. Um euch zu zeigen, warum, schicke ich eine Spoilerwarnung voran. Ihr seht in diesem Video den Story-Einstieg der ersten 1,5 Missionen, aber für die Einsätze danach beschränke ich mich auf allgemeine Gameplay-Szenen. Und der Einstieg reicht schon, um zu zeigen, Iron Harvest macht enorm viel richtig, an dem seit Jahren die meisten Echtzeit-Strategiespiele gescheitert sind. Oder dass sie überhaupt nicht erst versucht haben. What do you mean I can't join you? Allem voran nimmt es sich nämlich Zeit für seine Charaktere und seine Geschichte. Unsere erste Hauptfigur Anna lernen wir nicht in einer epischen Schlacht kennen, sondern als Kind bei einer Schneeballschlacht, bei der die Dorfjungs sie nicht mitmachen lassen wollen. Unsere erste Mission ist es also, die Lümmel ordentlich einzuseifen. Was nicht nur ein enorm charmanter Start in die Kampagne ist, sondern auch ein cleverer Weg, uns Schritt für Schritt mit Iron Harvests wichtigsten Spielmechaniken vertraut zu machen. Anna kriegt die zahlenmäßig überlegenen Jungs nur dran, wenn sie von Deckung zu Deckung huscht und sie aus der Flanke behagt, genau wie wir es später auf dem Feld tun müssen. Taking cover! Take this! Danach bringt ihr großer Bruder ihr das Schießen bei und wir lernen, Truppen im Gebüsch zu verstecken und Spezialfähigkeiten zu nutzen. Das alles ist so harmlos, dass selbst Strategie-Neulinge in aller Ruhe die Grundlagen lernen können, aber als Genre-Veteran, dem eigentlich wirklich niemand mehr erklären muss, wie man Truppen bewegt und Fähigkeiten einsetzt, wurde mir trotzdem nicht langweilig, weil das Ganze so ein origineller Story-Einstieg ist. Und das schaffen echt nur die wenigsten Tutorials. Erst nach diesen Jugendmomenten holt uns die Realität des Krieges ein. Dieser Prolog von Iron Harvest spielt kurz vor einer alternativen Version des Ersten Weltkriegs. Der wird hier mit Mechs ausgefochten und findet zwischen fiktiven Konterparts der realen Nationen statt. Anna stammt aus dem polnisch angehauchten Polania, das zwischen die Fronten des Sächsischen Imperiums und des Zarentums Ruswiet gerät. Das Szenario ist nicht nur angenehm originell neben all den klassischen Weltkriegsspielen, Iron Harvest setzt es auch noch stimmig in Szene. Zum Beispiel mit schwarz-weiß Kriegsaufnahmen, die aussehen wie echte aus unserer Welt, nur eben mit Mechs drin. Nach der Einleitung geht die Story dann nach dem Ende des Krieges mit einer erwachsenen Anna weiter. Obwohl eigentlich Waffenstillstand herrschen soll, tauchen plötzlich Ruswiet-Truppen in ihrem Dorf auf. Master Piotr! Master Piotr! In the village. Resistance fighters. Also greift sie doch wieder zum Gewehr und schließt sich dem Widerstand an. Mehr will ich euch über die Story an dieser Stelle auch nicht verraten, das hier ist nur die Ausgangslage zu Beginn der zweiten Mission. Im fertigen Spiel werden euch die drei Kampagnen alle drei Fraktionen spielen lassen. Jede enthält 7 Missionen und sie ergeben gemeinsam eine zusammenhängende Story. Inszeniert wird die mit einigen richtig gelungenen Zwischensequenzen in aufgebohrter Spielgrafik. Allerdings sind die Ingame-Sequenzen während einer Mission etwas durchwachsener. Da wird zum Beispiel auch mal lauter Jubel unserer Soldaten abgespielt, aber die Einheiten zeigen derweil gar keine Jubelanimationen und bleiben recht reglos. For Polania! Polania! For Polania! For Polania! Und während die englische Sprachausgabe in der Beta weitgehend sehr gut klingt, wirken die russischen Schurken mit ihrem überzeichneten Akzent manchmal doch etwas albern. Since none of you seem willing to give us Professor Dubovsky, we'll take him ourselves. Außerdem bleibt noch offen, wie sich die deutsche Sprachausgabe anhört. Trotzdem hat mir die Inszenierung von Iron Harvest insgesamt gut gefallen. Und die 5 Einsätze, die ich schon spielen konnte, machen nicht nur erzählerisch einiges richtig, sondern auch spielerisch. Nach der Lernstunde in der Schneeballschlacht führt Iron Harvest seine Mechaniken weiter Schritt für Schritt ein.
Zuerst kämpfen wir uns mit einer Handvoll Standardinfanteristen durch Annas Dorf und lernen dabei den Häuserkampf. Besonders cool dabei, besiegte Feinde lassen Ausrüstung zurück, die wir mit jedem Infanteristentrupp aufnehmen können. Schalten wir etwa eine Mannschaft mit schweren Waffen aus, können unsere Gewehrschützen die plündern und plötzlich haben wir selbst eine Einheit Panzerbrecher. Und darauf sind wir auch angewiesen, denn am Anfang haben wir weder eine eigene Basis noch eigene Mechs und müssen daher dem Feind abnehmen, was wir können. Was gleichermaßen ein guter Weg ist, uns beizubringen, wie man selbst mit unterlegenen Truppen überlegene Mechs bezwingt, indem man sie von hinten angreift. Das ist nicht nur strategisch fordernd und ein schlauer Weg, die verschiedenen Einheitentypen und Konzepte nacheinander einzuführen, es passt auch enorm gut in die Story. Denn es illustriert wunderbar, dass wir hier eben einen kleinen und schlecht ausgerüsteten Widerstandstrupp gegen übermächtige Besatzer führen. Und wir freuen uns riesig, wenn wir es mal schaffen, dem Feind ein Artilleriegeschütz abzuknöpfen und endlich mal selbst schweres Geschütz ins Feld zu führen. Aber nur weil diese Missionen als Einführung für verschiedene Spielmechaniken dienen, heißt das nicht, dass sie anspruchslos sind. Simple frontale Angriffe bringen selbst in frühen Einsätzen einen hohen Blutzoll mit sich. In Iron Harvest müssen wir geschickt taktieren, unsere Truppen schlau in Deckung bringen und den Feind aus der Flanke behaken. Es lohnt sich, die Karte auszukundschaften und den besten Weg für einen Angriff zu finden. Oft können wir den Feind so aus einer Richtung angreifen, in die er weniger Geschütze gerichtet hat. Sein mobiles Maschinengewehr konnte er hier zwar noch drehen, aber die Kanone des Bunkers ist fest auf die Schienen gerichtet und gegen unseren Flankenangriff nutzlos. In der Beta fiel allerdings noch auf, dass das Spiel manchmal für wirklich präzise Manöver, und die erfordert es eigentlich, deutlich zu hakelig ist. Immer wieder haben wir erlebt, dass sich Infanteristen und sogar riesige Mechs an winzigen Mauern verhaken und sich nicht mehr gescheit steuern lassen. Denen haben wir eigentlich den Rückzugsbefehl gegeben, der sie automatisch in die Basis rennen lassen sollte. An dieser Stelle haben wir uns irgendwann darauf verlegt, sie einfach mit Granaten freizusprengen. Ein unerwarteter Vorteil von Iron Harvest zerstörbaren Umgebungen. Noch schwerer tun sich unsere Jungs damit, Gebäude zu besetzen. Andauernd bleiben Teile des Trupps draußen hängen und kommen einfach nicht ins Haus. Für ein Spiel, in dem Deckung und schlaue Positionierung so wichtig sind, kann das fatal sein. Aber gut, in einer Beta sind derlei Fehler ja noch völlig akzeptabel. Schwerer auszubessern wären grundlegendere Schwächen wie schlechtes Missionsdesign, aber hier gibt sich Iron Harvest keine Blöße. Die ersten 5 Einsätze fallen richtig schön vielfältig aus. Mal schlagen wir uns mit einer kleinen Guerillatruppe durchs Feindesland, mal stürmen wir gegnerische Stellungen mit einer schweren Streitmacht. Selbst innerhalb der gleichen Mission fährt Iron Harvest einiges an Abwechslung auf. Sehr oft eröffnet es Nebenziele, die wir zwar nicht erfüllen müssen, die uns das Leben aber deutlich einfacher machen. Zum Beispiel diese Mechs von den Ruswiets zu klauen. Und diese Guerilla-Mission mündet in einem spektakulären Höhepunkt, bei dem wir auf einmal nicht mehr schleichen müssen. Jetzt gilt es, die Stellung gegen einen überwältigenden Ansturm zu halten. Das war übrigens auch das erste Mal, dass wir unsere Baumeister genutzt haben. Wenn auch hier noch nicht zum Basisbau, sondern um Stacheldraht und Sandsäcke zu verlegen. Erneut gibt uns Iron Harvest die Zeit, seine Mechaniken schrittweise kennenzulernen und bettet das trotzdem in durchweg spannende Missionen ein. Vollwertigen Basisbau gibt's erst im nächsten Einsatz. Allerdings war der meine größte Enttäuschung in Iron Harvest. Wir bauen nur eine sehr simple und kleine Auswahl an Kasernen und Bunkern und das obendrein noch in festgelegtem Gebiet um unser Hauptquartier statt völlig frei. Das ist natürlich eine bewusste Designentscheidung. Iron Harvest will, wie schon Company of Heroes, den Fokus eher auf die Schlachten legen und wir sollen ganz bewusst nicht zu viel Zeit mit Wirtschaft und Aufbau verbringen. Deswegen zwingt uns das Ressourcensystem, auch wie in Strategiespielen von Relic, zum aggressiven Vorgehen. Wir müssen auf der Karte verteilte Ölbohrtürme und Eisenminen einnehmen, die dann ihre jeweiligen Rohstoffe abwerfen. Und das ist ein bewährtes System, das funktioniert. Iron Harvest spielt sich dynamisch und spannend, zwingt uns zur Bewegung und brennt richtig schön bombastische Schlachten ab. Aber die Entwickler von Relic haben ja mit Dawn of War und Company of Heroes gezeigt,
dass selbst mit diesem schlachtfokussierten Prinzip etwas mehr Wirtschaftskomplexität schon möglich ist. Dawn of War bot deutlich mehr Gebäude und Forschungsmöglichkeiten als Iron Harvest und Company of Heroes hatte etwa sein Sektorensystem, wo Ressourcenpunkte nur dann Geld abwarfen, wenn sie eine Verbindung zu unserem Hauptquartier hatten. Es ist aber natürlich auch persönliche Geschmackssache. Ich mag Strategiespiele mit tiefem Wirtschaftsteil, aber es ist völlig legitim, dass Iron Harvest seinen Fokus anders setzt. Denn unterm Strich kommt dabei immer noch ein sehr stimmiges und gut designtes RTS raus. Und dass Iron Harvest den Basisbau eher gering priorisiert, kommt gewissermaßen auch der Abwechslung zugute, weil RTS-Kampagnen auch schnell langweilig werden können, wenn wir uns ständig neu aufbauen müssen. Iron Harvest streut immer wieder Abwechslung ein und lässt uns nach einer dicken Verteidigungsschlacht etwa einen Zug eskortieren. Der kann natürlich nur auf Schienen fahren, aber wir können Weichen stellen, um unseren Weg zumindest teilweise zu wählen. Diese Passagen ohne Basisbau und mit begrenzten Truppen waren sogar deutlich spannender als die mit Basisbau. Denn sobald wir mal ein dickes Ressourcenkonto und einen Rückzugsort haben, müssen wir viel weniger auf Verluste achten. Alles in allem macht das Missionsdesign von Iron Harvest bislang aber einen richtig starken Eindruck. Es kommt noch nicht ganz an die abgefahrensten Blizzard-Missionen ran. Zum Beispiel die eine aus StarCraft 2, wo unsere ganze Basis auf einer Plattform gebaut war, die wir durchs Level schieben konnten. Aber wer weiß, was später noch kommt. Die ersten Missionen stimmen zumindest hoffnungsvoll. Und kann es natürlich genauso passieren, dass das Spiel danach abbaut. Iron Harvest wäre nicht der erste Titel, dem man anmerkt, dass den Entwicklern zum Ende hin Zeit und Geld ausgingen. Aber alles, was ich bislang gesehen habe, macht mich optimistisch. Das wird endlich mal wieder ein richtig schönes Echtzeitstrategiespiel. Und über richtig schöne Echtzeitstrategiespiele werden wir euch auf diesem Kanal immer informieren. Also ist es eine ganz exzellente Strategie, uns ein Abo dazulassen. Wer gleich weiterschauen will, dem empfehle ich meinen Talk mit Fritz darüber, was zum Geier gerade bei der Echtzeitstrategie schiefläuft und meinen offenen Brief an Blizzard, sich doch bitte endlich mal wieder zu fangen. If you ask me, get ready to fight!